Mein Wechsel auf Blankbogen. Warum, wieso, weshalb, um Gottes Willen, was ist passiert? Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt's dran. Herzlich willkommen bei Intuitiv Bogenschiss, Blankbogenschießen Coaching. Muss jetzt dann sofort alles ändern. Heute geht es eben um meinen Wechsel auf den Blankbogen. Ihr habt sie alle schon mitgekriegt. Ich schieße jetzt seit Ende vorigen Jahres eben Blankbogen und natürlich schon viele Leute jetzt gefragt, ja, warum hast du gewechselt? Wie geht's dir damit? Schießt jetzt besser? Was für Material schießt? Etc. etc. Und in diesem Video rede ich jetzt ein bisschen über meinen Wechsel zum Blankbogen. Die erste Frage, ja, warum habe ich gewechselt? War im Endeffekt eine Verkettung verschiedener Umstände, Ereignisse. Ein Schlüsselerlebnis diesbezüglich war sicher, ich habe so voriges Jahr im Sommer, Herbst weiß ich nicht mehr genau, Sommer eher, Videos gemacht eben zum Thema Point of Aim, Zieltechniken über die Pfeilspitze etc. Habe da dann natürlich auch selber probiert, ja, wie geht es mir damit, wirklich systematisch über die Pfeilspitze zielen und so weiter. Und bin dann irgendwann bei uns beim Ausgehen am Platz gestanden und habe eben auf die 60er Auflage 35 Meter geschossen. 35 Meter war eben damals mit meinem damaligen Setup mein Nullpunkt und habe dann alle Pfeile, was ich geschossen habe, also ich glaube, das waren 5 Pfeile in diesem Durchgang, alle ins Gold gesammelt. Das habe ich vorher irgendwie noch nie zusammengebracht gehabt und da habe ich mir gedacht, okay, na, das geht jetzt schon sehr genau, wenn man halt mit der Pfeilspitze wirklich zielen kann. Zu dem Zeitpunkt war es aber dann so, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt sofort auf irgendeine Pfeilspitzenzieltechnik wechseln, auf Blankbogen wechseln, aber es ist irgendwie so im Kopf hängen geblieben. Ein weiterer Punkt, der bei den Ganzen jetzt mitgespielt hat, war eben, dass ich so mit meinen letzten Mittelteilen nicht so ganz 100% glücklich war. Ihr wisst, ich habe als letztes gehabt diesen Spider-Bow ILF-Mittelteil. Sehr gutes Mittelteil, schweres Mittelteil, habe prinzipiell gut damit geschossen. Aber ich mag Mittelteile, wo ich halt wirklich vorne eine klar definierte Kanten habe und wo eben auch der Griff einfach so pistolengriffmäßig ist und nicht irgendwie so handschmeichlerisch geformt ist. Ja, also ich will genau spüren, wo eben der Bogen in die Hand drückt und ich will vorne am Bogen eine klare Kanten haben. Nicht deswegen, weil ich den Bogen festhalte, sondern mit der klaren Kanten bietet mir das vorher eine Orientierung, wie ich die Hand einrichte. Beim Schießen habe ich die Hand dann eh offen, aber es hilft mir einfach ein bisschen, wenn ich da einfach klare Kanten habe und natürlich auch auf der Auflagefläche klare Kanten habe, weil dann spüre ich genau, drückt der Bogen mehr links, drückt er mehr rechts, habe ich den Druckpunkt einfach dort, wo ich ihn immer habe, wo ich ihn haben will. Und da war es so, dass irgendwie alle Mittelstücke, wurscht jetzt von was für ein Hersteller, waren irgendwie relativ rund. Also so wirklich was Eckiges gibt es nicht. Also es waren im Prinzip diese zwei Faktoren, also zum einen die Erfahrung, dass es halt mir persönlich Spaß gemacht hat, wenn ich mit der Pfeilspitze direkt einhalten kann, dass mir das getriggert hat, dass das dann sehr präzise geht. Und auf der anderen Seite eben diese Sache, dass mir der Bogen zu 100% gelegen ist, hat eben dazu geführt, dass ich dann Mitte November, Ende November, so irgendwann vorigen Jahres zu meinem Bogenhändler gefahren bin, am Bogenshop Fleck in Eggendorf, schaut einmal vorbei, sehr empfehlenswert, und gesagt habe, Erich, ich brauche jetzt einen Blankbogen, was hast du da? Zeig mir ein paar Mittelstücke. Ich habe mir eben dann ein Mittelstück ausgesucht, zeige euch dann gleich, wie was war genau. Wurform, meine Carbonis habe ich eh schon gehabt. Zusammengebaut, Pfeilauflage drauf, ausprobiert, geschossen, geil gefunden und gesagt, ja, dabei bleibe jetzt. Dann war es eben in der Anfangszeit so, dass ich nicht gleich angefangen habe zum Stringwalken, sondern ich habe in erster Instanz einmal in Griff umgelernt von Mediterran, ich weiß nicht, früher Mediterran mit zwei Fingern und Mittelfinger im Mundwinkel gegriffen und habe eben dann als erstes umgelernt auf drei Unter- und zugeben mit drei Finger. Und zu dem Zeitpunkt war es für mich noch nicht eindeutig, dass ich zum Stringwalken anfange, sondern es war für mich schon auch die Überlegung, ob ich nicht vielleicht einfach bei so halb intuitiv Point of Aim bleibe in diese Richtung.
Hab mir aber gedacht, okay, ich lerne halt jetzt einmal einen Griff um, wollte sowieso schon länger irgendwie einmal was Neues lernen von der Bewegung her, weil das halt auch nicht schadet. Und habe eben dann auf drei unter mit Zeigefinger im Mundwinkel umgelernt. Das ist relativ gut gegangen, obwohl ich mir das schwerer vorgestellt habe, weil ich früher nie das Gefühl gehabt, ich komme da gut her mit dem Zeigefinger im Mundwinkel. Ist aber dann relativ flott gegangen und habe eben auch in dieser Anfangszeit Point of Aim geschossen, das heißt wirklich Entfernung geschätzt und überlegt, wo gehört die Pfeilspitze hin, aber eben noch kein Stringwalking praktiziert. Und dann eben in weiterer Folge, irgendwann habe ich dann natürlich Stringwalking probiert, war am Anfang nicht so, habe mir gedacht, na, das ist jetzt schon, da mich abgreifen und schauen, das ist schon mühsam. Habe es aber dann durchgezogen, ein paar Runden lang, beziehungsweise mehrere Durchgänge halt auf die Scheibe und bin dann relativ schnell reingekommen und habe mir gedacht, okay, na, das ist jetzt schon fein, das lerne ich halt jetzt auch noch. Und ja, so hat sich halt das alles entwickelt. So, jetzt haben die Frage, triefe ich jetzt dann besser mit dieser Technik, mit Plankbogen und mit Stringwalking, sind die Ergebnisse besser? Eindeutig ja, definitiv deutlich. Aber immer unter der Prämisse, dass es mir eben gleich gut oder gleich schlecht gelungen ist, diesen, ich sage einmal, optimalen Gemütszustand fürs Bogenschießen herzustellen. Ist natürlich so, wenn ich einen sehr schlechten Tag mit dem Blankbogen habe und das mit einem sehr guten Tag mit dem Intuitivbogen vergleiche, dann muss es nicht zwangsläufig so sein, dass es mit dem Blankbogen besser ist. Aber eben, wenn die Tagesverfassung gleich war, unter gleichen Bedingungen, gleiche Voraussetzungen, sind meine Ergebnisse mit dem Blankbogen deutlich höher. Das habe ich auch von Anfang an gemerkt, also schon in dieser Umgewöhnungsphase habe ich das Gefühl gehabt, das geht besser. Ja, das liegt mir, das taugt mir, das wird einfach genauer. So zur Orientierung her, wie groß da der Unterschied ist bei mir. Für mich ist so ein Anhaltspunkt, was sich ändert, ob es besser, ob es schlechter wird, sind da immer die Ergebnisse, was ich da auf meinem Hausparcours in Wöldersdorf schieße. Und zwar deshalb, weil dieser Parcours wird aus, ich glaube, genehmigungstechnischen Gründen, soweit ich weiß, so gut wie nie umgestellt. Also das heißt, die Ziele werden natürlich ausgetauscht. Ab und zu steht halt dann, wenn ein Ziel hier ist, ein anderes Ziel dort. Hat vielleicht ein bisschen eine andere Größe oder so, rutscht vielleicht ein, zwei Meter nach vorne, nach hinten. Ab und zu wandert der Pflug vielleicht ein, zwei Meter nach vorne oder nach hinten, aber in Summe bleibt dieser Parcours einfach immer gleich. Was natürlich heißt, dass die Ergebnisse vergleichbar sind, dass ich sehr genau sehe, ja, geht es nach oben, geht es nach unten, stagniert es Akku. Ja. So, und vom Ergebnis her in Wöllersdorf war es eben die letzten Monate vor meinem Wechsel auf Blankbogen so, dass ich immer so bei einem 18er Schnitt war, roundabout. Also 18er Schnitt heißt eben nach dieser Wertung maximal drei Versuche, drei Zonenwertung. Wenn der erste Pfeil ins Herz trifft, ist es ein 20er. Lungentreffer 18, Körpertreffer 16. Wenn man einen zweiten oder einen dritten Pfeil braucht, eben entsprechend weniger. Das heißt, ich habe halt so im Durchschnitt dann immer einen 18er Schnitt, halt einen Lungentreffer mit dem ersten Pfeil gehabt. An gute Tage ein bisschen mehr, an schlechte Tage weniger. Und das beste Ergebnis, was ich da jemals gehabt habe, waren 18,5, glaube ich. Das war so der persönliche Highscore, den ich da in Wöllersdorf geschossen gehabt habe. Mit dem Wechsel auf Blankbogen, nach dieser ersten Eingewöhnungsphase und nachdem ich eben das mit Stringwalking mal antrainiert gehabt habe und gewusst habe, okay, wie geht das, wo muss ich abgreifen, ist es schon deutlich bergauf gegangen. Also ich war, weiß nicht, ob ich seitdem überhaupt irgendwann unter 18 war. Das heißt eigentlich immer über 18. Und das beste Ergebnis diesbezüglich waren bis jetzt 18,9. Also schon knapp unter 19er Schnitt, also schon deutlich höher. Also ich müsste mir jetzt dann ausrechnen, wie viel dieser Schnitt wirklich gestiegen ist. Aber er ist auf jeden Fall höher, als was er mit dem Intuitivbogen war. Der Highscore ist eben auch höher und es funktioniert einfach sehr gut. Wichtig auch, ihr dürft jetzt nicht glauben, dass ich diese hohen Scores über 18 automatisch auf jeden Parcours, wo ich hinkomme, schieße.
diese 18, 9 oder deutlich über 18 Schieße eben da in Wöllersdorf, wo ich 3, 4, 5, 6 Mal die Woche gehe, wo ich auch die Entfernungen mehr oder weniger auswendig weiß, außer ich habe es gerade vergessen und eben weiß jetzt, wo ich abgreifen muss und wo ich eben jeden Schuss, jeden Winkel kenne und halt alles ganz genau kenne. Ja, wenn ich jetzt auf einen anderen Parcours komme, wo ich noch nie war, wo vielleicht die Entfernungen schwer zum Schätzen sind, der was halt vielleicht weitergestellt ist als der Parcours in Wöllersdorf, dann schieße ich dieses Ergebnis natürlich nicht. Wobei es jetzt dann schon so ist, dass ich mit dem Blankbogen auch in Mattersburg, da bin ich nicht ganz so oft, aber mittlerweile auch öfter, bessere Ergebnisse schieße, als eben vor allem im Intuitivbogen und eben im Bottenbrunn war ich letztes Wochenende. Das erste Mal mit dem Blank, das zweite Mal mit dem Blankbogen, aber andere Runde. Und da war es auch so, dass die Ergebnisse besser sind als das, was ich mit dem Intuitivbogen geschossen habe. Ich merke es genauso beim Scheibenschießen, die Gruppen sind einfach enger, wann alles passt, wann ich schaffe, diesen Zustand herzustellen, in dem ich gut schießen kann, schieße mit Blankbogen und Stringwalking wirklich genauer. Also ja, ich triff mit dem Blankbogen genauer. Und das ist halt auch das, was mir natürlich Spaß macht, dass ich jetzt wirklich definitiv über die Pfeilspitze zielen kann und eben, wann es passt, wirklich präzise schießen, präzise gruppieren kann. Mir macht das jetzt eine Freude. Ist halt jetzt einfach so. Diesbezüglich vielleicht auch die Frage, wie groß ist der Unterschied zwischen intuitiv Bogenschießen und eben Blankbogenschießen? Wirklich ist das so ein Riesenunterschied? Sind das wirklich Welten, was sich da ändert vom Schießen her? Da sage ich definitiv nein. Es ist so, der Blankbogen ist immer noch ein relativ einfacher Bogen. Das heißt, ich habe jetzt eine Pfeilauflage mit einem Button oben. Ich habe noch zusätzlich ein Bogengewicht vorne oben und schieße mit der Anschlaufe, dass mir der Bogen eben im Schuss schön stehen bleibt und nicht zurückgibt. Aber das war es vom Material her auch schon wieder. Und natürlich die Zieltechnik mit Stringwalking, mit Point of Aim erhöht einfach die Präzision, wenn man zielen kann. Was natürlich noch zum Schussablauf jetzt dazu kommt, ist, dass man eben im Vorfeld Entfernung schätzen muss und halt dann schauen muss, dass man wirklich der Entfernung entsprechend richtig abgreift. Das ist natürlich ein bisschen mentaler Mehraufwand, das muss man halt einfach zusätzlich in den Schussablauf integrieren. Macht mir aber auch Spaß, vor allem das Entfernungen schätzen. Da lerne ich in letzter Zeit sehr viel in Bezug darauf, wie man sich mit der Entfernung vertun kann, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo man die Gegebenheiten nicht so kennt. Ist sehr spannend, spannender Prozess, mag ich gern. Mir macht es Spaß. Aber prinzipiell, sonst ist jetzt nicht wirklich viel Unterschied zum intuitiven Schießen. Man muss jetzt kein Visier oder so einstellen, man muss einfach nur abgreifen, ja. Das macht man halt einfach. Entfernung hat man geschätzt und die Sache ist erledigt. Was natürlich vom Handling her jetzt ein bisschen anders ist, ist Metallmittelstück, hat natürlich ein bisschen ein Gewicht. Ich habe da eben noch Zusatzgewichte oben und ich schieße jetzt eben auch mit Handschlaufe, das habe ich früher nie gemacht. Und natürlich ist es so, dieses schwere Ding steht einfach sehr ruhig im Schuss. Und eben mit Gewicht fahren, wenn ich mit der Handschlaufe schieße, bleibt mir der eben wirklich gerade stehen und kommt eben nicht wie ein Bogen ohne Gewicht nach hinten. Wobei prinzipiell, da werde ich jetzt eh einmal ein Video dazu machen, kommt man jeden Bogen trotzdem mit Handschlaufe, mit Fingerschlaufe schießen, auch wenn keine Gewichte oben sind. Mache ich aber demnächst ein Video dazu. Aber prinzipiell, das hat sich jetzt für mich eben geändert, im Gegensatz zu vorher, dass ich wirklich mit der offenen Hand schieße, dass ich die Finger ganz entspannt lassen kann. Der Bogen fällt mir oder springt mir nach vorne in die Schlaufe und das ganze Teil steht halt wirklich ruhig im Schuss, trägt natürlich auch dazu bei, dass sich die Präzision ein bisschen erhöht. Generell natürlich auch vom Material her, das Bogenschießen über die Pfeilauflage sorgt halt wirklich dafür, dass der Pfeil mit wenigstmöglich Kontakt aus dem Bogen rausgeht. Wobei es auch beim Schießen übers Schelf ist es im Endeffekt auch so, dass der Pfeil nur in der Anfangsphase einmal am Schelf aufliegt und dann relativ schnell Luft kriegt, wenn man sich so Zeitlupenaufnahmen anschaut. Aber natürlich ist es so, durch das, dass da mehr Fläche ist, wenn ich da kleinere Bewegungen, Fehler oder so drinnen habe beim Lösen,
wirkt sich das beim Schießen über das Schelf eine Spur stärker aus, als wie über diese Pfeilauflage. Wobei es da jetzt auch nicht so ist, dass die was Gott wie viele Fehler kompensieren würde. Ganz kleines bisschen. Wichtiger Punkt ist auch, dass ich habe das schon in meinem Video zum intuitiven Bogenschießen gesagt, jede Form des Bogenschießens braucht natürlich auch ein gewisses Maß an Intuition. Und auch wenn man jetzt dann über die Pfeilspitze zielt, ist es so, dass letzten Endes die Intuition sagt, ja, jetzt passt alles, jetzt bist drauf, jetzt passt die Haltung, jetzt geschieht's lösen. Intuition ist immer wichtig und ich merke schon, dass man dieses doch 16 Jahre intuitiv Bogenschießen beim Blankbogenschießen sehr hilft. Vor allem dann, wenn ich irgendwo bin, wo ich mir mit der Entfernung halt überhaupt nicht sicher bin. Also wo ich mir wirklich schwer tue, das zum Schätzen, dann schaue ich halt, dass ich da so ungefähr in diesem Bereich bin, dass ich dafür abgreife und überlasse es dann aber meiner Intuition, ob jetzt ein bisschen höher, ein bisschen tiefer oder halt wirklich genau reinhalt. Und das funktioniert dann in den meisten Fällen relativ gut. Meistens. Diesbezüglich natürlich auch die Frage, was immer wieder kommt, na, kannst du jetzt überhaupt noch intuitiv schießen? Ich probiere es ab und zu, dass ich halt wirklich nur auf die Scheibe schaue und das nach Gefühl dann einrichte. Bis jetzt funktioniert es noch, ich will aber momentan eigentlich gar nicht mehr intuitiv schießen. Ja, weil ich merke, es wird präziser, wenn ich Stringwacke oder halt Point of Aim schieße, eins von den zwei. Ja. Gut, weil immer die Fragen kommen, was ich da jetzt für ein Mittelstück habe, das ist Kinetic Stylist heißt es. 25 Zoll langes Mittelstück. Meine Wurfarme sind eben immer noch die Uka Irbis Nature Evo und habe jetzt eben eine Gesamtbogenlänge von 68 Zoll. Und Button- und Pfeilauflage sind diese Deck One oder was da oben steht, Max. Ich glaube Avalon ist da der Hersteller, müsst ihr jetzt schauen auf der Rechnung. Eine günstige Auflage, günstiger Button, also nichts besonders Teures. Eben weil ich jetzt nicht genau gewusst habe, ob ich jetzt wirklich das durchziehe komplett mit dem Blankbogenschießen, halt einmal so die günstigeren Varianten genommen. Auch das Mittelstück war jetzt nicht sonderlich teuer. Ja. Gewicht all dazu, fragt mich nicht, wie schwer die jetzt sind, ich habe schon wieder vergessen. Ja, so bin ich halt da bogenmäßig aktuell ausgestattet. Ich habe Zuggewicht auf die Finger jetzt eben 30 Pfund. Weil die Wurfarm waren eben gerechnet auf 35 Pfund bei einem kurzen Mittelstück bei 62 Zoll Bogenlänge und jetzt eben mit einem langen Mittelstück 68 Zoll Bogenlänge habe ich nur mit 30 Pfund auf die Finger. Finde ich auch sehr angenehm. Ich will in absehbarer Zeit nicht aufgeben im Zuggewicht. Also diese 30 Pfund reichen völlig. So pfeilmäßig schieße ich eben diese Skylon Achery Brixenpfeile. 800er Schaft, 70 Gren Spitze, Pfeillänge, reine Schaftlänge, was habe ich gehabt? 27 oder 27,5, so irgendwie relativ kurz. Gerade, dass ich das dann eben mit Spitze und Nocke drauf für meinen Auszug schön ausgeht, dass ich halt die Pfeilspitze auch noch sehe. Also ein relativ kurzer Pfeil, ein relativ leichter Pfeil, komme jetzt auf einen GPB-Wert mit den 30 Pfund eben von 8 Grains per Pound Zuggewicht. Habe jetzt einen Nullpunkt bei diesem Setup von 35 Meter und alles was kürzer ist wie 35 Meter, greife eben entsprechend ab. Das heißt 35 Meter, alles was so im VR-Bereich von bis 30 Meter steht, ist damit natürlich überhaupt kein Thema. Jetzt natürlich die Frage, was mache ich bei weiteren Zielen, weil bei Kurs sind ich mitunter so eher in die IFA-Richtung gestellt, wo ich halt dann bis 50, 55 Meter die weitesten Schüsse habe. Habe ich jetzt für mich so gelöst, dass ich zusätzlich zu meinem normalen Anker habe einen zweiten Ankerpunkt und zwar mache ich dann da Nase-Kinn-Anker und habe dann einen Nullpunkt von 55 Meter und greife eben von diesen 55 Meter für Entfernungen zwischen 55 und eben 35 Meter wieder ab, heißt, habe quasi ein neues Abgriffssystem für diese Entfernungen.
Wobei dann bei 40, 42 Meter spare ich mir oft meinen Ankerpunkt ändern, sondern halt dann einfach ein bisschen nach Gefühl höher. Das funktioniert auch relativ gut noch, aber dann meistens so ab 45 Meter, wenn ich einen Schuss habe, tue ich eben Anker wechseln. Das funktioniert dann nicht so ganz hundertprozentig, auch auf dieser Anker muss ich noch ein bisschen besser einüben. Aber es genügt, ich bin immer noch relativ gut auf dem Ziel. Nicht immer Lungentreffer, aber meistens, ja, also diesbezüglich funktioniert das schon halbwegs. Und generell ist es ja so, dass man jetzt nicht so viele weite Schüsse auf einem Parcours hat und die Summe von den Punkten macht man eben auf die kurzen Distanzen. Ja, also wie gesagt, ich bin mit diesem Setup jetzt einmal sehr zufrieden. Ich glaube nicht, dass ich in absehbarer Zeit Zuggewicht erhöhen werde oder schauen werde, dass ich sonst irgendwie die Pfeilgeschwindigkeit erhöhe. Weil eben mein Metier ist es 3D-Bogenschießen nach wie vor. Da habe ich eben in der Hauptsache diese kurzen Distanzen im Schnitt eigentlich überall unter 35 Meter und halt eben diese paar weiteren Schüsse, was ich eben dann mit veränderten Ankerpunkt schieße, was auch gut funktioniert. Von daher sicher keine Notwendigkeit für mehr Pfeilgeschwindigkeit, mehr Zuggewicht. Was anders wäre es, wenn es mir einfallen würde, dass ich auf die Scheibe schieße, 50 Meter ausschließlich, dann würde ich wahrscheinlich schauen, dass ich noch Zuggewicht erhöhe bzw. irgendwie ein schnelleres Setup kriege, weil natürlich die Parabel bei den 50 Meter schon relativ steil wird und dann kleine Fehler sich natürlich stärker auswirken, als wenn ich da noch ein bisschen eine flachere Kurve hätte. Da würde ich dann überlegen, ob ich mit Zuggewicht nicht noch ein bisschen in die Höhe gehe, aber auch nicht massiv was. Und schau, vielleicht dünnere Sehne oder schnelleres Wurf am Material, wenn man da kriegt, so irgendwie. Aber so für das, was ich eben jetzt schieße, fürs 3D-Schießen, für die Entfernungen, was da sind, nein, überhaupt keine Notwendigkeit für mehr Zuggewicht. Gut, also warum bin ich umgestiegen? Schieße ich besser? Was habe ich für ein Setup? Habe jetzt alles beantwortet. Genau, immer wieder eine Frage, ich schieße immer noch mit Handschuhen, nicht mit Fingertap. Prinzipiell wäre es so, vor allem fürs Stringwalken, für die Orientierung zum Abgreifen, wäre der Tap natürlich ein Vorteil, weil ich dann entweder diese Platte hält mit der Skala drauf, wo ich mich orientieren kann fürs Abgreifen, beziehungsweise über große Nähte mich besser orientieren könnte. Wahrscheinlich wäre das Lösen mit dem Tab im Endeffekt ein bisschen sauberer. Ja, aktuell ist es bei mir so, ihr seht es, ich habe mir da auf dieses Lederding am Handschuh 3 Punkte gemacht zur Orientierung. Ich schieße diese Handschuhe eben mit diesem aufgenähten Leder, kann ich übrigens sehr empfehlen, und orientiere mich eben da über dieses Leder, beziehungsweise dann da unten über die Nähte, wenn ich ein bisschen weiter abgreife. Würde diese 3 Punkte, was ich mir da gemacht habe, mittlerweile auch nicht mehr brauchen, weil ich einfach verinnerlicht habe, okay, da Hälfte beim Leder ist diese Entfernung, das ist diese Entfernung, das ist diese Entfernung. Würde genauso funktionieren. Das Ding ist, es ist nicht so, dass ich es nicht probiert hätte mit Tabschießen. Ich habe zwei verschiedene Tabs bis jetzt ausprobiert. Habe es wirklich ein paar Stunden probiert, in der Halle Bogenschießen mit Tab. Ich komme einfach nicht klar damit. Ja, ich weiß nicht, an was es liegt, aber ich habe so mit Tab und ich habe verschiedene dicke Tabs probiert. Auch mit und bei einer einmal nur das Fell. Eine dann, dass ich halt wirklich das Gefühl habe für die Sehne, dass ich halt wirklich nur dünne Auflagefläche habe. Aber ich habe immer das Gefühl, ja, ich komme da nie so wirklich zu meinem Ankerpunkt. Und beim Lösen, also ich habe die Tabs auch zugeschnitten, so wie man es halt machen soll, und mal angeschaut, wie das andere Leute machen und ausprobiert. Ich kann nicht, es tut mir leid. Ich will es sicher wieder probieren, wird ihn sicher noch einmal eine Chance geben. Aber ich weiß nicht, ob es mir jemals gelingen wird, mit Tab zum Schießen. Also ich schieße jetzt 16 Jahre mit Handschuhen. Und es ist so, ich greife meinen Handschuh rein und ich habe das Gefühl, ja, das passt alles. Ich spüre genau, wie das Zuggewicht auf die Finger verteilt ist, wo ich wie viel Zug habe, wo ich bin, wo ich da bin. Das fühlt sich alles so perfekt und stimmig an. Ja,
keine Ahnung, ob es mit DAB im Endeffekt wirklich besser wäre. Auch keine Ahnung, ob wir es dann vielleicht irgendwann hinbringen auf DAB zum Lernen. Ja, aktuell bin ich jetzt so, jetzt schieße ich wieder Rantl mit Handschuh. Irgendwann bockt es mir wahrscheinlich wieder und ich gebe mir wieder ein paar Trainingseinheiten mit DAB. Ich weiß es nicht. Hat irgendwer von euch einmal von Handschuh auf DAB umgelernt, nach längerer Zeit Handschuh schießen? Und hat irgendein Geheimtipp, wie er das bewerkstelligt hat, dass das gut gegangen ist. Also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl so, ja, nein, keine Ahnung, total, ja, so haptisch einfach schwierig. Ist gar nicht so, dass ich mit DAB nicht treffen würde. Funktioniert relativ gut, ich grubiere relativ sauber, aber vom Gefühl her komme ich halt überhaupt nicht damit klar. Also wenn ihr da gute Tipps habt für mich, vielleicht die ich noch nicht weiß oder so, schreibt mir's. Ja, aber bis auf Weiteres schieße eben mit Handschuh weiter. Falls irgendwem interessiert von euch, der was zuschaut, mein Referenzpunkt ist jetzt immer, also diese Oberkante vom Leder liegt auf der Unterkante vom unteren Nockpunkt ab und je nach Entfernung greife ich eben dann ab. Bei mir ist es so, das Weiteste, was ich abgreife, ist so ungefähr da, also so nicht ganz die Mitte vom Mittelfinger, da bin ich dann so bei einer Distanz von 8 Meter. Die drei Punkte, das wären 30 Meter, 25 Meter, 20 Meter. Da zwischen die zwei Finger bin ich so ungefähr bei 15 Meter, dann da eben 10 Meter, 8 Meter, so in diesem Bereich mache ich schon relativ viel nach Gefühl. Beziehungsweise, wo ich mir jetzt auch ein bisschen gespielt habe, ist, ich kann diesen kleinen Finger hinhalten und weiß anhand da von den Rillen und von den Fingerrillen mit der Fingerkuppe etc. auch schon mittlerweile relativ genau, auf was für Entfernungen dass ich abgreifen muss. Habe ich mir einfach ein bisschen gespielt, funktioniert auch gut, halt einfach hin, tue dann den Daumen hin und greife dann eben so um. Wobei es natürlich mit diesen Punkten ein bisschen angenehmer ist. Aber wie gesagt, vielleicht schaffe ich es irgendwann auf DAB zum Lernen, dass ich ein bisschen genauer mich orientieren kann beim Abgreifen. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Gute Frage vielleicht noch, ob ich jetzt wirklich beim Blankbogenschießen bleibe oder ob ich zwischendurch vielleicht wieder intuitiv schieße, ob ich wieder irgendwann einmal wechsle. Aktuell macht mir das Blankbogenschießen einfach so einen Spaß, so eine Freude, dass ich sicher länger dabei bleiben werde. Vielleicht packt es mir irgendwann und ich fange wieder an zum Intuitivschießen. Vielleicht würde ich irgendwann Reiterbogen schießen, ich weiß es nicht. Glaube eher nicht, aber was weiß man. Vielleicht schieße ich jetzt 16 Jahre mit dem Blankbogen und wenn ich dann 60 bin, bin ich im richtigen Alter dafür. Fange ich dann auch zum Kampandbogen schießen. Keine Ahnung, was weiß man, was passiert. Gell? Aber momentan, nächste Zeit halt auf jeden Fall Blankbogen für mich. Macht mir Spaß. Triggert mich natürlich, psychologisch ist das schon auch interessant, weil ich sehe jetzt dann, was an Präzision prinzipiell möglich wäre, was für Ergebnisse theoretisch gingen am Parcours, aber auch auf der Scheibe. Und das triggert mich natürlich. Also, dass ich nur 18,9 habe und kein 19er Schnitt, ist einmal das Erste. Und natürlich, da in Wöllersdorf will ich jetzt dann definitiv über 19 kommen, deutlich über 19 kommen im Schnitt. Rein theoretisch wäre es möglich. Ich konnte jetzt Ziel ins Herz treffen. Wann es schafft, den optimalen Zustand herzustellen. Und das ist ja das, um was beim Bogenschießen geht und warum es nie fad wird. Ist einfach so. Gut, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch alle ins Gold, alle ins Blatt. Pfiat euch, macht es gut, bis bald. Egal ob intuitiv, blank, Visier, was auch immer. Pfiat euch, Papa.